Ja, Leute, was geht? Und es geht weiter mit einer neuen Folge von Let's Play Black Mirror. Oh ja, ich muss mal ganz kurz speichern. Und vergesse ich das wieder. Folge 4. Ach, oh, was hab ich da noch gemacht? Hab ich nichts gemacht, ne? Folge 4. Henry, der Gärtner, keine Ahnung. Nicht so viel habe ich auf jeden Fall nicht gemacht oder so. So. Ist ja nur jetzt ungefähr der Weiß, wo ich bin. Ich will jetzt nicht gehen. Ich muss mehr herausbekommen. Also. Du willst jetzt nicht gehen. Okay. Das Haupttor ist normalerweise geschlossen. Wie heute. Williams Todesanzeige. Okay, er will noch nicht gehen, aber bitte, was brauche ich denn noch? Was habe ich denn noch? Was ist denn mit Morris? Nee. Können wir jetzt mit zu Victoria? Hier hinterlegt Bates unsere Post. Im Moment ist keine Post da. Victoria möchte allein sein. Ich werde sie jetzt nicht stören. Nee, es ist auch egal. Was ist denn hier? Um den mächtigen Monolithen herum wurden alte Symbole und Zeichen in den Boden graviert. Heutzutage kennt niemand mehr ihre Bedeutung. Okay, ja, Pferde, warte, warte, er hat dort, das habe ich mir, fiel mir jemand ein. Er hat letztes Mal die Schlüssel auch nicht genommen, weil ich das eine nicht ein, weil ich das, die Wohnung nicht eingeklickt habe. Vielleicht muss ich rausgehen, zu dieser Rune da gehen. Oder zu diesem Zeichen da, was an der Wand klebt. Und das abfotografieren, falls das dann, ja, ich muss irgendwie nach Willow Creek oder diese Kirche da. In der Kamera ist kein Film. In der Kamera ist kein Film. Das sieht aus wie ein Symbol. Eine Rune vielleicht. Das sollte ich irgendwie festhalten. Ja, das stimmt. Hat Robert vielleicht Filmmaterial? Ich muss mit dir sprechen, Robert. Sicher. Ah. Ich brauche einen Film für meine Kamera. Weißt du, wo ich einen bekomme? Tja, vielleicht drüben in Willow Creek. Aber warte mal. Ich glaube, ich habe sogar selber noch welche. Sie müssten eigentlich noch verwendbar sein. Kannst du mir einen geben? Gerne. Aber ich habe sie auf dem Dachboden, zusammen mit einigen alten Sachen. Sie sind in meiner Truhe. Sie steht gleich beim Eingang, du kannst sie nicht verfehlen. Danke, ich gehe und hole sie. Sicher. Nimm so viele Filme, wie du willst. Ich habe dafür keine Verwendung.
Ich werde jetzt gehen. Oh, in Ordnung, Samuel. Du kannst ruhig wiederkommen, wenn du etwas brauchst. Ich hätte mir so gedacht, Robert, da kommen so vor, dass da der Film auf dem Dachboden soll. Ich gehe auf den Dachboden, da komme ich schon hin. Nee. Nein, ich erwarte, der Dachboden nicht abgeschlossen. Na komm, ich guck da mal. Aber ich meine, dass er abgeschlossen war. Ja, der alte Flügel nicht, aber der Dachboden. Und aber da auf. Na gucken. Die Tür ist abgeschlossen. Da muss ich zu Bates bestimmt und sagen, hey, Alter, Knacker, gib mal Schlüssel. Okay, jetzt sind wir ins, was wir tun müssen. Ich war nämlich eben ein bisschen so planlos. Da hat er natürlich noch was übersehen. Ich dachte, man muss nach Willow Creek. Mir war das irgendwie so logisch. Schlüssel. Dass wir dann dahin gehen und sagen und einen Film kaufen. Aber naja, ne, gut, das ist unendlich auch. Und vielleicht auch erstmal der Familie fragen, ne? Bates? Brauchen Sie etwas, Sir? Ich habe eine Frage an Sie. Gewiss, Sir. Ich brauche den Schlüssel vom Dachboden. Wissen Sie, wo ich ihn finde? Er hängt in der Küche, gleich neben der Kellertür. Sie können ihn nicht übersehen. Ich brauche den Schlüssel nachher selber. Können Sie ihn später wieder dorthin hängen, Sir? Natürlich. Ich bringe ihn wieder zurück. Danke. Ich glaube, ich werde jetzt gehen. Ich wende mich wieder meiner Arbeit zu. Danke. Das ist der Schlüssel vom Dachboden. Ich stecke ihn ein. Das ist eine gute Idee. So, dann gehen wir da hoch. Gehen wir zum Dachboden schnell und holen uns einen Film. Dann können wir da hingehen und die Rune abfotografieren. Diese Dinger. Was wollen wir danach noch machen? Aber danach gibt es ja nichts mehr zu tun. Na gut, mal gucken. Erstmal eins nach dem anderen. Weil sonst kommen wir. Tüdeln wir nur rum. Und das wollen wir nicht. Ah, wo geht's denn jetzt hin? Ja, zum alten Flügel, bitte. Ist immer schön, wie viel Zeit die Samuel lässt. Verflucht, sie ist abgeschlossen. Ich habe dafür keinen Schlüssel. Geht der? Oh, schade, dann können wir sie noch mal tun. Leere Bilderrahmen und anderer Müll. Nutzlos. Alte Schriftrollen und viele Spinnweben. Er ist ganz gut erhalten. Seltsam. Wer hat dessen so zugemauert? Der Zugang zum Turm ist zugenagelt. Ich muss diese Bretter irgendwie loswerden. Das schaffe ich nicht mit bloßen Händen. So, also wir Robert, und dann gehen wir nochmal ganz kurz runter und holen uns einen Hammer. Weil ich muss ja nicht zweimal hoch rein, wie blöde. Ja, ich gehe mal vor, dass Robert natürlich den Schlüssel hat, ne? Da muss jetzt noch zum Robert. Ja, nee, ich will keine Mandeln. Und mir den Schlüssel borgen. Vor den Schlüssel vom Dachboden brauche ich jetzt auch nicht mehr. Den können wir ja gleich auch nochmal zurückgeben. Wenn wir also einfach einen schlachten, ist es weg. Und ich bei Robert war. Dann machen wir das alles gleich und haben wir die Bretter schon mal weg, dann können wir da rein.
Darf ich dich eine Sekunde stören? Ich habe ein paar Fragen. In Ordnung. Ich höre. Ein paar Fragen, eine Frage. Ich war auf dem Dachboden, um den Film zu holen, aber deine Truhe ist abgeschlossen. Darf ich mir deinen Schlüssel ausleihen? Abgeschlossen? Oh, Entschuldigung. Das habe ich völlig vergessen. Hier hast du den Schlüssel. Danke. Ich bringe ihn gleich wieder. Du musst dich nicht beeilen. Ich brauche ihn nur selten. Na gut, dann gehen wir gleich rund. In Ordnung, Samuel. Du kannst ruhig wiederkommen, wenn du etwas brauchst. Ich werde dann jetzt erstmal hier runtergehen. Dann werde ich hier hingehen, weil die Tür zum Dachboden wollte ich nicht mehr. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Tür aufbleibt. Hänge ich ihn erstmal wieder drin, wenn wir ihn wieder brauchen, kann ich ihn wieder holen. Ich habe den Schlüssel wieder dahin zurückgehängt, wo ich ihn gefunden habe. Das ist toll, Sammy. Schön, dass du mir die Aktivität das nochmal erklärt hast, weil auf... Warte, man konnte was sehen. Das Fenster von meinem Zimmer. So. Dann hole ich mir jetzt einen Hammer. Und wenn das überhaupt geht, ja, das müsste man mit dem Hammer ja hinbekommen. Na. Bin gleich, bin ja, geh noch kurz im Stall, Herr Morris. Der sieht neu aus. Damit müsste ich die Bretter vor der Tür zum Turm abhebeln können. Ja, der Toll ist dann bekommen, oder dann habe ich jemanden, muss jetzt nicht jetzt da hochrennen und wieder runter und... Ja, es ist halt im Spiel, Leute, so, dass man extrem lange für manche Aktionen braucht. Das heißt, man muss die ganze Zeit hören, Herren. Das ist, wird uns auch noch öfters im Spiel begegnen, das ist aber, leider, das ist so, das ist aber auch wahrweise nicht, finde ich weiter schlimm. Muss ja mal sagen, wenn man sowas ganz entspannt ist, aber ganz gut, wo man jetzt nicht so dauerhaft rumklicken muss, oder schießen muss, oder in Deckung hechten muss, oder was anderen Scheiß machen muss in einem Videospiel. Nicht falsch verstehen, ne? Ich spiele gerne. Wo gehe ich denn jetzt hin? Ah, ich gehe mal hier rein. Ich Volltrottel. Also ich nicht falsch verstehen, ne? Ich mag rumballern in Videospielen, aber. Ja, aber muss jetzt nicht immer. Also ich mag schon rumballern, aber manchmal ist so ein Spiel auch ganz schön. Und gerade wenn Black Mirror 4 bald rauskommt. Hoffentlich funktioniert das. Kann man eigentlich kombinieren, oder hast du schon? Ich bin aus der Übung, aber ich glaube, der Film ist richtig eingelegt. Okay. Der Zugang zum Turm ist zugenagelt. Wird sich gleich ändern. Geschafft. Der Weg ist frei von Hindernissen.
Verdammt, die Tür ist abgeschlossen. Ich habe keine Ahnung, wo der Schlüssel sein könnte. Ich sollte Victoria fragen. Ja, darf ich oder jetzt schon rankommen? Da ist nichts Nützliches drin. Sie ist leer, bis auf ein paar Bögen Papier. Vielleicht weiß Victoria eine Antwort drauf, wo der Schlüssel ist. Wäre auch ganz ehrlich meine erste Idee gewesen. Oder Bates. Victoria. Ich weiß, ich sollte Victoria in Ruhe lassen, aber ich muss sie um den Schlüssel zu Williams Arbeitszimmer im Turm bitten. Victoria, ich weiß, du möchtest für dich sein, aber ich muss etwas wissen, was nur du beantworten kannst. Vielleicht hilft es mir, auf andere Gedanken zu kommen. Erinnerungen können so zermürbend sein. In den letzten Jahren habe ich oft hier gesessen, allein mit meinen Gedanken. Worüber möchtest du reden, Samuel? Victoria, warum hat sich William in seinem Arbeitszimmer verbarrikadiert? Niemand sah ihn hinausgehen und er ließ niemanden mehr hinein. Warum diese Heimlichtuerei? Ich weiß es nicht, Samuel. Vor etwa einem halben Jahr schloss er sich in diesem verdammten Turm ein und verbrachte Tag und Nacht dort. Er hat mir nie gesagt, was er dort treibt. Als ich ihn fragte, antwortete er nur, er würde die Wahrheit suchen und nicht aufhören, bis er sie findet. Es hat ihn vollkommen gefesselt und wie es ausgegangen ist, weißt du. Ich hoffe, er hat seine Wahrheit gefunden. Ich hatte gehofft, nie wieder hierher zurückkehren zu müssen. Und selbst jetzt bin ich mir nicht sicher, ob es richtig war. Ich habe nicht zu hoffen gewagt, dass du kommst. Alle Briefe an dich kamen zurück und seit Jahren hat dich niemand aus der Familie gesehen. Im Laufe der Zeit nahmen wir einfach an, du seist tot. Ich habe keinen einzigen Brief geöffnet. Ich wollte alles vergessen. Aber als diese Todesanzeige kam, musste ich sie öffnen. Vielleicht hätte ich sie besser nicht gelesen, wie die anderen Briefe. Deine Worte sind kalt, Samuel. Wenn Williams Tod nicht gewesen wäre, wäre ich nie zurückgekehrt. Ich bin nur wegen William gekommen. Ich erwarte nicht, dass du das verstehst. Bates sieht nicht gut aus. Er wirkt alt und sehr müde. Er sollte mal eine Pause machen. Ich würde es ihm ja vorschlagen, aber ich weiß, dass er im Moment nicht alleine sein will. Er war schon mit William befreundet, lange bevor ich ihn kannte. Er hat sein Leben lang hier gearbeitet, wie sein Vater vor ihm. Ich bin sicher, er fühlt sich bei uns wohler. Ja. Dr. Herman. Dieser Mann, der mit uns auf der Beerdigung war, wer ist das? Dr. Herman, unser Familienarzt. Oder besser gesagt, unser Familienfreund. Ich habe noch nie von ihm gehört. Wie könntest du auch? Er zog hierher lange, nachdem du fortgingst. Er ist ein guter Mann. Er war mit William befreundet und hat uns allen sehr geholfen. Bis William anfing, Menschen aus dem Weg zu gehen, verbrachten sie viel Zeit miteinander. Warum interessierst du dich für Heinz? Ich kenne ihn nicht. Deswegen wollte ich wissen, wer er ist. Victoria. Brauchst du etwas, Victoria? Nein. Danke, Samuel. Es ist alles bestens. Vielleicht nur... Nein, mach dir keine Gedanken. Ich frage Bates. Dieser Henry. Neue Gärtner, Henry. Ich habe gehört, dass er trinkt. Er ist hier nicht neu. Er arbeitet für uns inzwischen seit über einem Jahr. Was du gehört hast, stimmt, aber es kommt nicht sehr oft vor. Abgesehen von dieser speziellen Angewohnheit ist er höflich und fleißig. Es überrascht mich, dass du das sagst. Stört dich sein Trinken nicht? Doch, schon, aber ich hätte Schwierigkeiten, einen anderen für den Job zu finden.
ihn durch einen neuen Gärtner zu ersetzen, kann doch kein großes Problem sein, oder? Vielleicht nicht vor ein paar Jahren, aber jetzt? Du warst lange nicht mehr hier. Es hat sich viel verändert, Samuel. Niemand will für uns arbeiten, nicht nach dem, was hier passiert ist. Die Leute sind abergläubisch. Sie sehen in allem dunkle Kräfte. Ich bin froh, dass er geblieben ist, auch wenn mein Garten jämmerlich aussieht. Aber warum fragst du nach Henry? Weißt du etwas über ihn, was ich auch wissen sollte? Nein, eigentlich nicht. Morris sagte, dass Henry sich gelegentlich seltsam benimmt. Morris? Das überrascht mich kaum. Er ist selbst so merkwürdig. Wenn ich jemanden hätte, der seinen Job übernehmen könnte, wäre er jetzt nicht mehr hier. Da fällt mir ein, ich habe ihm die Anweisung gegeben, den alten Brunnen mit Brettern zu vernageln, damit dort kein Unfall passieren kann. Würdest du dafür sorgen, dass er das heute noch macht? Natürlich. Ja. Ich habe mit Robert über den alten Flügel gesprochen. Er sagt, seine Mauern seien die einzigen Reste von dem ursprünglichen Schloss. Das stimmt. Er hat als einziger den Brand überdauert. Ich wusste gar nicht, dass das Schloss in der Vergangenheit erobert wurde. Es wurde nie erobert. Zumindest nicht im eigentlichen Sinne. Das Schloss wurde bei einem Konflikt zwischen den ersten Gordons teilweise zerstört. Marcus wusste, dass er die Truppen seines Bruders nicht direkt angreifen konnte. Also beschloss er, ihn in der geheimen Kapelle tief unter dem Schloss zu überraschen. Das erkannte Mordred zu spät und die Folgen waren furchtbar. Aber das sind bloß Legenden. Nur alte Geschichten. Geheime Kapelle? Diese geheime Kapelle, von der du gesprochen hast, muss sich irgendwo unter uns befinden. Niemand hat jemals die Spur eines Eingangs gefunden, geschweige denn eine ganze Kapelle, Samuel. Es ist bloß eine alte Legende aus den Chroniken. Marcus Was war aus Marcus, nachdem Mordred starb? Er wurde Schlossherr und starb lange Zeit später als müder alter Mann. Zur Würdigung seiner Führung wurde er in einer geheimen Gruft bestattet. Heute weiß niemand mehr, wo er ruht. Existieren noch Aufzeichnungen über sein Leben? Nicht, dass ich wüsste. Schlüssel vom Turm? Victoria, ich brauche den Schlüssel von Williams Arbeitszimmer. Ich weiß, du willst nicht, dass jemand dorthin geht, aber... Niemand darf dieses Zimmer betreten. Warum redest du über diesen Ort mit mir, Samuel? Warum zwingst du mich, daran zu denken? Ich wollte nur... Geh weg. Ich will jetzt allein sein. Natürlich. Nein. Verdammter Brief. Ich sollte Victoria jetzt in Ruhe lassen, nachdem ich sie gekränkt habe. Ich entschuldige mich später. Ah, okay. Ha, gut, Leute. Oh, das sind 23 Minuten. Ich wollte ganz gerne nochmal ganz kurz das Ding da fotografieren und dann, ja, dann würde ich sagen, machen wir einen Cut. Jetzt muss ich nur noch den Film entwickeln lassen. Aber wo kann ich das tun? Ja, wo können wir das tun? Das, Fleck. Fleck. Ja, Leute, ich würde sagen, wir machen hier einen kleinen Cut und im nächsten Part geht's dann weiter mit Let's Play Black Mirror, der dunkle Spiegel der Seele. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis dann und tschüss.